Die Hersteller kämpfen um die Vorherrschaft am Markt. Die wollen alle die Beste bringen. Moin moin ihr Landratten! Blackout ist hier und so und willkommen zu einem neuen Video von mir. Die neben mir denken schon wieder, ich bin völlig verrückt. Was mache ich hier für eine Scheiße? Hampel hier auf Motorrad rum. Genau. Heute, welches ist die beste 125er Maschine? Ganz leichte Antwort. Beste gibt's nicht. So, Blitzer, hoffentlich nimmt er uns nicht mit. Ich fahr mal 10. Dann blitzt er auf keinen Fall. Ich find's aber so geil bei Blitzern. Es ist immer 50, die blitzen sowieso erst ab 60, minus Toleranz. Also wenn du mal mit 63, 64 durchfährst, usually, normalerweise blitzen die dann nicht. Und die Leute fahren trotzdem immer 40 und haben voll Angst. Ja, jedenfalls. Die beste 125er, erstmal das Wort, die beste, die perfekte. Schlagt euch das Wort aus dem Kopf, das existiert überhaupt nicht. Die Hersteller kämpfen um die Vorherrschaft am Markt, die wollen alle die beste bringen, deswegen gibt es die beste gar nicht. Jeder hat andere Vorlieben, steht auf andere Sachen und von daher musst du gucken, welches ist für mich das Beste, welches passt zu mir am besten. Die Frage sollt ihr stellen und die kann euch kein anderer beantworten außer euch selbst. So einfach ist das. Und zwar, Sumo Duro zum Beispiel fährt eine EXC KTM 125er, eine Supermoto, ist ein richtig geiles Teil. Und dann ist da wieder ein anderer, der sagt, ey, die ist voll hässlich, die gefällt mir nicht. Dann ist sie auch eine, ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es ist eine Zweitakt, ist richtig? Auf jeden Fall, wenn es eine ist, Zweitakt, da sind viel mehr pflegeintensiv, du musst sie viel öfter warten und so weiter. Dann gibt es natürlich die Marktvorherrscher mit den Riesenbikes, die teuer sind. Es gibt die YZF 125er von Yamaha. Die ist aber neu richtig teuer. Und ich weiß nicht, wie viele, wenn ihr jetzt nicht super verwöhnt seid, dann könnt ihr euch die gar nicht leisten. Die kostet über 3000 Euro. Und das mit 16 plus ein Führerschein, beziehungsweise mit 15 Ende. Das habe ich nicht gekonnt. Deswegen bin ich auch Roller gefahren. Und dann zum Beispiel die CBR 125. Er ist eine gute, die Lactowiles fährt. Ist ja voll zufrieden damit und zu ihm passt die am besten. Wir haben gestern uns im TS darüber noch unterhalten und er meinte, die passt einfach zu ihm am besten. Die ist für ihn die perfekte. Das muss aber nicht heißen, dass wenn du gerade das Video guckst, dass die für dich am besten ist. Wenn du lieber so Supermoto magst, Supersport, eine Naked, was ist mit der Duke 125er? Ist auch ein hübsches Motorrad. Das kann niemand beantworten. Deswegen ist es einfach ganz leicht, Leute. Erstens, guckt im Internet, was gibt es alles? Grenzt das ein. Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM. Wer hat geile Motorräder? 125er. Vergleichen. Alle aufschreiben. Habt ihr zum Beispiel 8 Stück gefunden? Dann vergleicht ihr die Werte und so weiter und könnt immer noch ausgrenzen, so, ja, nee, das gefällt mir nicht, muss aber Viertakt sein, muss aber Supersportler sein, muss aber dies, das, die Farbe muss so sein. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so, besonders wenn man jung ist, ist einem das super wichtig vom Aussehen und die Farbe her. So, dann grenzt ihr immer weiter rein und bis ihr am Ende so 3, 4 Modelle habt oder vielleicht auch nur 2 oder so. Und dann geht ihr zu einem Händler hin, dann guckt ihr euch die persönlich an. Fragt den Händler, ob ihr euch mal draufsetzen dürft. Am besten ist natürlich, wenn eure Eltern, Freunde oder irgendjemand schon Motorradführerschein hat und die mit euch Probe fährt. Also er sagt quasi, ich möchte die Probe fahren und dann fahrt ihr auf dem Verkehrsübungsplatz oder so und ihr könnt ihr selber mal fahren. Und dann guckt ihr einfach, welche gefällt euch besser. Und wenn ihr dann sagt, oh ja, auf der KTM sitze ich viel gemütlicher als auf der YZF, und die hört sich auch geiler an und sieht besser aus, dann wisst ihr ja schon Bescheid. Vor allem, ihr dürft das auch nicht so schlimm sehen. Also, ihr dürft nicht sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt die perfekte haben.
In den meisten Fällen ist es ja eh so, dass ihr mit 16 die Maschine dann habt. Und mit 18 fahrt ihr ja normalerweise keine 125er mehr. Dann macht ihr den A2 und könnt direkt 46 PS, ich weiß es nicht mehr. Bei mir war die Regelung noch 34 PS. Könnt ihr direkt eine größere fahren, dann kauft ihr euch natürlich auch ein neues Motorrad und das ist wieder ein anderes Thema. Deswegen habt ihr die für 2 Jahre, seid nicht so, ich muss ein geiles, super heftiges Motorrad haben, die muss neu sein und so, es lohnt sich nicht. Im Endeffekt, wenn ihr so alt seid wie ich, jetzt mit knapp 23, dann ist es so, dass ihr denkt so, Digga, warum musste die damals neu sein? Warum habe ich mir die gekauft und so weiter? Weil es sich vom Geld her nicht lohnt, weil ihr die nicht so lange fahrt. Kauft euch lieber irgendeine gebrauchte, schön so eine CBA von 2012 oder was weiß ich, da spart ihr direkt nochmal ein Taui dabei. Gebt nicht so viel Geld aus und im Endeffekt habt ihr dann mehr Geld gespart, wenn ihr 18 seid, weil es wäre ja dumm, den Führerschein zu machen, erstmal 1500 Euro für den Führerschein ungefähr zu machen, dann eine YZF für 3000 zu kriegen, dann habt ihr 4500 ausgegeben mit 16, die ihr dann wahrscheinlich noch abarbeitet oder so. Und dann mit 18 wollt ihr ein großes Motorrad. Wo soll wieder das Geld für Prüfung herkommen? Wo soll, ich habe den Faden verloren. Wo soll das Geld für die neue Maschine herkommen? Jetzt stellt euch vor, ihr habt eine neue YZF von Yamaha gekauft mit 16. Habt die gerade abarbeitet, wenn ihr 18 seid und könnt euch dann kein großes kaufen und müsst dann eine gebrauchte Ninja 250 fahren oder so. Das wäre ja auch scheiße. Deswegen, am Anfang lieber ein auf Chillo und dann später ein geiles Motorrad kaufen. Oh Mann, was macht der vor mir schon wieder? Ich hasse Autos, wo ich nicht rüber gucken kann. Gut, das soll es mit dem Video erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Macht's gut und haut rein, ihr Landratten! Tschuh. We'll be right back.